Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Gesichtscreme, die ich euch unbedingt vorstellen wollte, weil ich von der wirklich ziemlich begeistert bin. Und zwar ist das die Confidence in a Cream von IT Cosmetics. Ich hatte die als Pröbchen mal bei einer Bestellung mit dabei und fand die dann so super, dass ich mir die eben im Original nachgekauft habe. Und bitte nicht vergessen, es wäre total wunderbar, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch geben würdet und am besten gleich meinen Kanal abonnieren würdet. Das wäre natürlich ganz klasse, dann verpasst ihr hier auch gar kein Video mehr und ich freue mich umso mehr. Aber zurück zu meiner Wundercreme. IT Cosmetics hat diese Creme mit Schönheitschirurgen rausgebracht und das ist eine Anti-Aging-Creme. Die enthält eine Aktivformel, da ist Hyaluronsäure, Kollagen, Vitamin E, Ceramid, Peptide und Niacin mit drin. Also Kollagen und Hyaluron sollen natürlich feine Fältchen aufpolstern und die anderen Inhaltsstoffe spenden intensiv Feuchtigkeit und sorgen für eine gute Pflege. Die Creme ist tatsächlich für alle Hauttypen geeignet und kann als Tages- und auch als Nachtcreme verwendet werden. Und der wunderbare Werbespruch lautet: Ein Produkt, sieben Funktionen. Also die soll halt Feuchtigkeit spenden, die soll feine Linien glätten, die soll generell die Haut glätten, verleiht eben einen ebenmäßigen Teint, wie sie das alle behaupten, soll die Poren verfeinern, Festigkeit in der Haut erhöhen und soll natürlich, wie sie es auch alle immer behaupten, die Haut erstrahlen lassen. Das sind natürlich große Versprechen. Und da stehe ich natürlich auch immer so ein bisschen skeptisch hinter, weil ja, die beste Creme kann eben trotzdem keine Wunder bewirken. Da müssen wir ganz klar drüber reden. Trotzdem muss ich schon sagen, bin ich von der Creme wirklich überzeugt und benutze sie auch gerade als 24-Stunden-Creme, also wirklich tagsüber genauso wie abends und mag sie wirklich sehr. Die Konsistenz ist ziemlich fest, die lässt sich aber trotzdem super verteilen. Und man benötigt erstaunlich wenig Produkt. Also im ersten Moment ist die auch auf der Haut sehr reichhaltig und leicht fettend, aber nach kurzer Einwirkzeit ist das dann verschwunden und die zieht wirklich sehr schnell ein und hinterlässt bei mir zumindest keinen großartigen Fettfilm, sondern man hat eher so das Gefühl, dass man ist schön mit Feuchtigkeit versorgt, was natürlich schön ist und die Haut sieht wirklich gepflegt aus und ebenmäßig und fühlt sich auch sehr schön weich an. Nach meinem Gefühl ist die auch sehr mild, also die ist tatsächlich wohl auch für empfindliche Haut geeignet. Die duftet leicht nach Zitrone, also die hat schon eine leichte Parfümierung. Ich mag die aber total gerne, also das riecht sehr frisch und schön. Wie gesagt, nur wer jetzt so gar nicht auf Parfums in Gesichtscreme steht, der muss da mal gucken. Das ist also auch wirklich eine Creme, die benutze ich gerne als Make-up-Unterlage und da wird auch mit beworben, dass man die eben als Make-up-Unterlage auch gut verwenden kann. Und da muss ich sagen, ja, wirklich super. Einziger echter Minuspunkt finde ich zumindest, wenn man das als Tagescreme benutzen möchte, da ist überhaupt kein Lichtschutzfaktor drin. Das heißt also, da muss man natürlich unbedingt eine Sonnenfluid oder Sonnencreme irgendwas dann drüber tun, denn wie gesagt, da ist man überhaupt nicht von der Sonne geschützt. Das Versprechen, feine Linien und Fältchen zu mildern, gut, dass die Firma schon von feinen Linien und Fältchen spricht und nicht von dicken Falten, weil ja, das kann ich unterschreiben. Also feine Fältchen, gleicht die so ein bisschen aus, da sieht die Haut wirklich ein bisschen schöner aus. Aber bitte erwartet da echt keine Wunder. Also das ist eine schöne Creme, aber wie gesagt, für mich ist das mehr eine Feuchtigkeitscreme mit einem kleinen Anti-Aging-Effekt. Nicht mehr und eben auch nicht weniger. Aber wie gesagt, unbedingt einen Lichtschutzfaktor zusätzlich nehmen, denn wir wissen alle, der Schutz vor der Sonne ist im Grunde genommen die beste Anti-Aging-Methode. Ach so, und ich habe es ganz vergessen, hier sind 60 Milliliter drin. Die kosten, glaube ich,
49 Euro. Ich habe die ein bisschen vergünstigt bekommen, weil ich natürlich mal wieder einen Rabatt erwischt habe und da war ich ganz froh drum. Aber wie gesagt, ich finde diese 50 Euro für 60 Milliliter gerade, weil die eben sehr ergiebig ist, das lohnt sich. Also da muss ich ganz klar sagen, das unterstütze ich wirklich. Das ist wirklich eine super Creme. Also für mich zumindest wirklich klasse. Wie gesagt, wer möchte, sollte die unbedingt mal testen. Ich finde, das ist eine schöne Feuchtigkeitscreme mit einem bisschen Anti-Aging-Effekt mit dabei. Mir gefällt die wirklich richtig super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte alle wichtigen Fragen beantworten. Dann wäre es natürlich ganz großartig, wenn ihr mir dieses Like hinterlassen würdet und bitte meinen Kanal abonnieren würdet. Das wäre natürlich auch ganz schön und wir sehen uns einfach bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!